Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Einen schönen Start ins Wochenende. Die Denver Nuggets führen mit 3:1. Aus neutraler Sicht, schade. Ein 2:2 wäre natürlich für die Spannung besser gewesen. Auf der anderen Seite, die Denver Nuggets sind in diesen Playoffs ganz klar das beste Team, stehen absolut verdient in diesen NBA Finals und sie sind den Miami Heat auch, so fair, glaube ich, muss man sein, einfach überlegen. Obwohl die Miami Heat wirklich auch gar keinen schlechten Job machen, aber es ist so ein bisschen gegen diese Denver Nuggets Offense, ist es so ein bisschen pick your poison. Also wähl dein Übel. Du hast so viele unterschiedliche Spieler, die mal in die Bresche springen können. Jetzt heute Nacht war es ein Aaron Gordon mit 27 Punkten. Ein Jokic mit Problemen vom Scoring her, besonders aus dem 2-Punkte-Bereich. Ganz, ganz ungewöhnlich. Für ihn hat er auch den ein oder anderen Floater-Runner liegen lassen, den er normalerweise safe macht. Dann ein Jamal Murray hält man bei 5 von 17 aus dem Feld. 2 von 3, ja, zumindest 2 Dreier verwandelt. Aber der kommt insgesamt nur auf 15 Punkte. Dann ist aber das Problem, dass Jamal Murray halt jemand ist, der jetzt nicht nur rein vom Scoring her lebt, sondern der spielt dann 12 Assists und 0 Turnover. Dann im letzten Spiel hattest du ein Wahnsinns-Game von Christian Brown von der Bank. Das hat jetzt heute Nacht nicht stattgefunden, aber man hat ja 2 Browns. Dann kommt einfach Bruce Brown und macht 8 von 11, 3 von 5, 21 Punkte. 10 der 21 Punkte, wenn ich mich nicht täusche, im vierten Viertel. Also am Ende dann auch komplett da gewesen. Dann in Caldwell Pope, der hat zwar bloß 7 Punkte, hatte aber am Ende ein paar richtig geile Stops. Einmal gegen Jimmy Butler und gegen Bam Adebayo. Aaron Gordon, Playoff Career High, 27 Punkte, 11 von 15, 3 von 4. Normalerweise sagst du, hey, lass Aaron Gordon stehen. Er ist mit einer der schwächsten Schützen, in Anführungsstrichen, von draußen bei den Denver Nuggets. Na, dann ballert er dir halt 3 von 4 um die Ohren. Dann natürlich diese ganzen Backdoor Cuts, die geilen Anspiele von Jokic. Was willst du dagegen machen? Da muss man auch einfach mal den Hut vorziehen. Das ist für mich aktuell die beste Offense in diesen Playoffs sowieso, aber wahrscheinlich auch in der gesamten NBA. Und vor allem, sie ist am ausgewogensten. Also jeder kann den anderen irgendwie auffangen und das ist auch einfach verdammt geiler Teambasketball. Dementsprechend kommen die Denver Nuggets am Ende dann auch auf 108 Punkte. Die Miami Heat kamen am Ende dann nochmal so ein kleines bisschen ran, weil Jokic in Foul Trouble war. Also der hatte 5 Fouls, aber man konnte diese Minuten dann auch nicht wirklich, ich glaube 5 Minuten saß er insgesamt auf der Bank. Und die Miami Heat haben dann nochmal dran geschnuppert, aber sind dann nicht mehr wirklich in Schlagdistanz gekommen. Und wie gesagt, sie machen eigentlich defensiv einen guten Job. Sie probieren alles, aber das wird gegen diese Denver Nuggets nicht reichen. War es das schon für die Miami Heat? Sag niemals nie, aber ich sehe, ich glaube einfach, dass Denver zu Hause das Ding jetzt auch zumachen wird vor der eigenen Crowd und die Miami Offense wirkt auch phasenweise einfach überfordert. Ich meine, die Denver Nuggets haben es auch wirklich nicht schlecht verteidigt, haben ihnen oft den Dreier erschwert oder sogar weggenommen. Insgesamt kommt man auf 8 von 25 from downtown. Das ist halt das Perfekte, was du gegen die Miami Heat erreichen kannst. Einfach wenige Dreier, den Dreier gut zustellen, ihn auf den Füßen stehen und dann den Dreier einfach gut contesten. Und insgesamt 8 Dreier, die tun dir halt nicht weh. Jetzt bei den Denver Nuggets heute Nacht fiel der Dreier mal, 14 von 28. Weil aus dem 2-Punkte-Bereich haben die Nuggets ordentlich was liegen lassen. Auch unter anderem Jokic und unter anderem Jamal Murray. Aber bei den Miami Heat geht halt auch nicht viel. Das sind schwierige Würfe, sie müssen sie sich halt hart erarbeiten. Gehen wir auch hier einmal ganz kurz durch. Ich finde, es war mit das beste Jimmy Butler Game jetzt in diesen NBA Finals. Er kommt insgesamt auf 25 Punkte, 9 von 17. Er hat da diesen einen wilden Dreier verwandelt. Ende des ersten Viertels war es, glaube ich, oder? Genau, Ende des ersten Viertels, wenn ich mich nicht täusche. Kommt insgesamt 9-mal an die Freiwurflinie, 7 Rebounds, 7 Assists. Aber Jimmy Butler hatte halt in diesen Playoffs bisher noch kein einziges 30-plus-Punkte-Game. Er hatte nicht dieses Himmy-Butler-I'm-Him-Game, um auch einfach den Denver Nuggets mal so ein bisschen zu zeigen, hey, wir sind da. Ich finde auch von der Körpersprache her, die Heat wirken gerade einfach nicht so wie in den Runden zuvor. Ich finde, man merkt einfach, sie sind müde, sie sind ausgelaugt. Und du müsstest eigentlich, du triffst jetzt auf den besten Gegner in diesen Playoffs und müsstest jetzt eigentlich deinen besten Basketball spielen. Und das kriegen sie aktuell halt einfach nicht hin. Bam Adebayo, 20 Punkte, hier und da mal aggressiv zum Korb, 8 von 19, hat aber auch viele Chancen liegen lassen. 7 Ballverluste. Waren das nicht 8?
Vielleicht haben sie es nachträglich korrigiert. Hat den Ball viel zu oft verloren. Da waren wirklich haarsträubende Turnover mit dabei. Also die beiden kommen auf insgesamt combined 45 Punkte. Aber was willst du machen, wenn Gabe Vincent, also dein Backcourt, dein Starting 5 Backcourt, gibt dir insgesamt 2 Punkte. Gabe Vincent 2 Punkte und Max Strus 0 Punkte. Max Strus bisher sowieso mit gebrauchten NBA Finals. Er hatte jetzt im letzten Spiel, oder war es in Game 2? Ich weiß gar nicht mehr, was das zweite oder das dritte Spiel. Ich weiß gar nicht mehr. Er hatte eine richtig starke Anfangsphase. Er ist in dem einen Spiel 0 von 10 gegangen, 0 von 9 from downtown. Und im nächsten Spiel ist er dann reingekommen und hat dann gefühlt alles getroffen. Aber offensiv, sein Impact ist einfach zu gering. Vor allen Dingen, wenn er den Dreier dann auch überhaupt nicht trifft. Dementsprechend haben auch beide nur 19 Minuten bekommen. Duncan Robinson 25 Minuten. Der hat offensiv einen wesentlich besseren Job gemacht, ist dafür aber defensiv halt anfälliger. Caleb Martin ist auch wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, kommt insgesamt auf 11 Punkte, 5 von 12. Kyle Lowry, finde ich noch, hatte mit das beste Spiel, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit mit richtig guten Aktionen. 13 Punkte, 3 von 7, hat 7 Assists verteilt, 2 Turnover. Generell muss man sagen, es waren einfach viel zu viele Ballverluste bei den Miami Heat, aus denen die Denver Nuggets dann halt auch immer wieder Punkte kreieren konnten. Die haben übrigens insgesamt nur 6-mal den Ball verloren. Also auch Jamal Murray, um das nochmal kurz hervorzuheben, 12 Assists und 0 Turnover. Ja, und am Ende sind das dann halt auch einfach die Kleinigkeiten. Und ich glaube, wir haben ja auch vor der Serie gesagt, bei den Miami Heat müsste halt alles passen, damit sie da auf Augenhöhe agieren können, vor allen Dingen offensiv. Und das klappt jetzt halt leider aktuell nicht. Schauen wir auch mal ganz kurz auf die Overall Stats. Das mache ich jetzt, weil ich schon so ein bisschen die Befürchtung habe, einfach, dass von Montag auf Dienstag die NBA Finals dann vorbei sind. Nikola Jokic kommt insgesamt in dieser Serie auf 30,8 Punkte, 55% aus dem Feld, 43,8% from downtown. Ich verstehe auch nicht, warum man heute Nacht ihm so oft den Dreier gegeben hat, so offen, wenn man doch auch gemerkt hat, hey, den trifft er. Und aus dem 2-Punkte-Bereich hatte er einfach seine Probleme. Da habe ich die Defense auch dann hier phasenweise nicht ganz verstanden. Ja, ich meine 55, 44, 88. Das sind einfach historische Playoffs von Jokic. 13,5 Rebounds, 8 Assists. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Jamal Murray kommt auf 23,3 Punkte. Der Sidekick zu Jokic, ja auch dieses Two-Man-Game. Aber das ist auch bei den Denver Nuggets, du hast nicht nur das Two-Man-Game zwischen Jamal Murray und Jokic, du hast das Two-Man-Game zwischen Jokic und Aaron Gordon, zwischen Murray und Aaron Gordon oder auch zwischen Murray und dann mal so ein Spieler wie Bruce Brown oder Caldwell Pope. Das ist einfach, die haben gefühlt 3-4 Two-Man-Games, die sie halt spielen können. Ja, auch Jamal Murray, muss ich glaube ich nicht sagen, kommt insgesamt auf 10,5 Assists, 2,8 Turnover, das ist überragend gut. Aaron Gordon, ja, was spielt Aaron Gordon auch eigentlich für geile Playoffs und für geile Finals? Jetzt nicht nur offensiv, die Stats seht ihr hier selber, sondern auch defensiv. Bruce Brown war heute Nacht da. Ja, das ist einfach der Einzige, der gerade wirklich mit sich kämpft und der mir auch fast ein bisschen leid tut, ist Michael Porter Jr., weil was man ihm nicht absprechen kann, dass er sich nicht reinhaut und nicht alles versucht, aber es will einfach offensiv halt überhaupt nichts klappen. 29,3% aus dem Feld, 13,6%. Vor allen Dingen der Dreier ist mit einer der besten Dreier-Shooter bei den Denver Nuggets. Aber sie fangen ihn einfach auf. Das ist halt auch das, was das Team auszeichnet. Genauso wie Caldwell Pope, der bis hier in diesen NBA Finals jetzt keine überragenden Quoten auflegt. Aber ja, ihr merkt das selbst. Das ist einfach ein so ausbalanciertes Team. Und auf der anderen Seite viel Bam Adebayo, viel Jimmy Butler. Die beiden mit 22,3 und 21,8 Punkten. Ihr seht das auch hier, das Plus-Minus bei den Denver Nuggets, die Starting 5 ist hier komplett positiv. Und egal, ob du auf Bam schaust, auf Jimmy, auf Gabe Vincent, auf Caleb Martin, der jetzt dann zwar rausgefallen ist aus der Starting 5, Kevin Love. Kevin Love, finde ich, hatte heute Nacht eigentlich ein ganz gutes Spiel. Vor allen Dingen, der ging insgesamt nur, wie viele Minuten hatte Kevin Love? 18 Minuten. Also absolut in Ordnung. Ja, Freunde, das ist halt Gabe Vincent mit guten Quoten in diesem Spiel, aber überhaupt nicht am Start gewesen. Caleb Martin, from downtown mit guten Quoten, aber 6,8 Punkte. 6,8 Punkte. Der hatte gegen die Boston Celtics, ich glaube 20 waren es nicht ganz, aber er hat an den 20 Punkten im Schnitt gekratzt. Also jeder ist irgendwie so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen und offensiv
reicht es einfach nicht. Defensiv ist man überfordert und ich will ihn nicht mal irgendwie großartig die Schuld zusprechen, weil, wie gesagt, diese Denver Nuggets Offense auch einfach so variabel und so flexibel ist. Echt schade. Echt schade, die Miami Heat. Und vor allen Dingen, wenn es richtig blöd gelaufen wäre. Ich will jetzt hier nicht irgendwie gemein klingen. Das zweite Spiel gewinnt man mit 111 zu 108. Heute Nacht hätten wir auch schon hier sitzen können. Und die NBA Finals sind durch. Und das ist am Ende ein Sweep. Es steht 3 zu 1. Ich habe vor den Finals 4 zu 1 getippt. Natürlich ein bisschen mit der Angst, dass eventuell die Miami Heat wieder durchdrehen. Aber die Körpersprache fehlt. Die Fans fand ich auch in beiden Spielen richtig, richtig schwach. Und diese Heat-Culture, die spürt man einfach gerade nicht. Und diese Denver Nuggets haben auch einfach keine Angst, keinen Respekt. Man dachte vielleicht irgendwie nach dem zweiten Spiel, okay, die Miami Heat sind jetzt sind in ihren Kopf reingekommen, unter ihre Haut. Nein, diese Denver Nuggets sind einfach komplett abgezockt. Und man übersteht dann halt auch einfach mal ein paar Minuten ohne Jokic, der Foulprobleme hatte. Ja, riesen Respekt vor den Denver Nuggets. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie glaubt, dass die Miami Heat da noch Lösungen finden. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr pessimistisch, auch weil ich einfach denke, diese Offense ist ausgepowert. Diese Offense ist ausgelaugt. Und da reichen auch 25 Punkte von Jimmy Butler nicht, wenn er im Backcourt dir insgesamt 2 Punkte gibt. Du bräuchtest jetzt einfach mal ein Jimmy-Butler-Game mit 40, 45 Punkten. Ich glaube, die Denver Nuggets machen das zu Hause zu. Ja, Leute, das war's. Falls es am Dienstag zu sein sollte, mache ich natürlich nochmal ein Video. Ich habe auch ein größeres Video vorbereitet, sowohl für die Denver Nuggets als auch für die Miami Heat. So fair wollte ich dann sein. Jetzt aktuell sieht das so aus, als wenn es dann für die Denver Nuggets und für einen speziellen Spieler, ihr könnt euch schon denken, dann ein größeres Video gibt. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und checkt gerne meinen anderen Kanal ab. Da lade ich euch eine Rebuild Challenge hoch und vielleicht mache ich sogar noch eine Reaction zu den Highlights. Hier keine Highlights, weil ihr wisst ja selber, ansonsten wird das Video immer geclaimed. Ist zwar ärgerlich, aber ja, that's it. Freunde, danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.